Hello Friends! Ich bin in Österreich zum Skifahren. Ich bin hier mit meinen Eltern und meinem Bruder und seiner Freundin. Anton kommt heute noch und meine Großtante und mein Großcousin sind noch da. Also wir sind sehr viele. Es hat heute sogar geschneit, das sieht trotzdem noch alles richtig grün aus hier. Also so richtig krasses Winterurlaubsfeeling ist nicht. Aber wir waren heute trotzdem das erste Mal Skifahren und die haben hier so Schneekanonen, wo die so Fake-Schnee auf die Pisten machen. Also es ist auch in Ordnung. Wir sind vorgestern angekommen, gestern waren wir aber noch nicht Skifahren. Da sind wir morgens Joghurt und Eier bei einer Bäuerin holen gegangen, zu der wir immer gehen, wenn wir hier sind. Wir sind hier literally eigentlich jedes Jahr. Also ich war jetzt länger nicht mehr da, aber meine Eltern sind hier jedes Jahr eigentlich. Und da kann man immer die Kühe streicheln. Das ist eigentlich ganz süß. Die haben dann dahinter auch eine Weide, wo die voll oft sind, wenn wir kommen. Dann haben wir gefrühstückt und sind in einem Nebenort spazieren gegangen. Es war ganz schön, weil es auch nicht so kalt ist. Und dann sind wir actually in ein Restaurant. Das heißt Hotel Christina oder so. Wir sind by the way in Aachenkirch am Aachensee. Wir waren dann gestern im Pertisau, heißt es glaube ich. Und wir waren da was essen in einem Hotel-Restaurant quasi. Wir haben Pommes bestellt und an dem Pommes von meinem Papa war keine Mayonnaise und kein Ketchup auf dem Teller. Und trotzdem war auf dem Pommes Ketchup. Also wisst ihr, die Pommes waren so gestreift in Ketchup quasi. Als wäre das schon mal auf einem anderen Teller gewesen. Und wir glauben, die haben die Pommes von einem anderen Kunden genommen und das auf unseren Teller gemacht. Richtig nasty. Dann haben wir was gesagt und dann haben wir mit der Chefin gesprochen. Und die war so, ja und, ist das giftig? Kann man das nicht essen? Und wir so, what the fuck? Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann ein bisschen mit der Chefin gestritten. Da wussten wir aber noch nicht, was die Chefin ist. Dann waren wir so, können wir bitte mit der Chefin reden? Weil die ist dann auch so weggegangen und meinte noch so zu uns, ja, bitte kommen Sie nie wieder. Und wir so, okay. Genau, und daraufhin wollten wir mit der Chefin reden. Und dann meinte eine andere Kellnerin, ja, das ist unsere Chefin. Und wir so, okay. Also, sehr weirde Experience. Genau, das war es aber eigentlich alles, was wir gestern gemacht haben. Wir haben dann noch ein paar Spiele gespielt und Abend gegessen. Ich habe auch noch super viel zu organisieren für den Kurzfilm, den wir gerade planen von unserer Uni. Ich mache die Produktion und es ist so viel Arbeit. Es ist wirklich auch super schwierig jetzt. Wir drehen direkt nach Neujahr und es ist so schwierig, jemanden zu finden. Also Leute zu finden, die halt da können und mit uns arbeiten. Deswegen muss ich heute auf jeden Fall noch sehr viele Leute anschreiben. Und Anton. Good morning, friends. Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Heute ist Mittwoch und wir gehen jetzt Skifahren. When that sleep won't come and you've cried your someday. Good morning. Es ist Donnerstag und wir gehen wieder Skifahren. Surprise. Ich habe die letzten Tage nicht so viel mitgefilmt. Wir machen tatsächlich jeden Tag das Gleiche. Wir stehen morgens auf, gehen Skifahren bis so mittags. Dann gehe ich nach Hause, ruhe mich ein bisschen aus oder mache was für die Uni. Und dann gehen wir abends zu meinen Eltern und essen was. Und dann spielen wir den ganzen Abend noch Kartenspiele. Meine Kamera nehme ich halt auch nicht mit auf den Berg, weil ich Angst habe, dass ich hinfalle und dann ist sie kaputt. Wir fahren aber heute nicht nur Ski, sondern fahren auch nach Innsbruck. Wir fahren so bis 12 Ski ist der Plan. Und Innsbruck ist die nächste Stadt hier, also größere Stadt zumindest. Und es ist immer richtig schön. Also wir fahren da eigentlich jedes Jahr auch hin. Aber es ist immer wieder schön. Deswegen, ich freue mich richtig. Ich muss jetzt noch kurz unser Bett machen. Das hier ist unser Zimmer, by the way. Ich glaube, ich habe die Wohnung noch gar nicht gezeigt. Und dann kommen meine Mama und die anderen und wir frühstücken hier zusammen und dann geht's los. When that sleep won't come and you've cried your someday, let it come to you. There's nothing you can do until I see you smile. Just be. Wir sind zurück vom Skifahren. Ich mache gerade Guacamole, weil wir haben uns Chips gekauft. Diese Chips. Die hatte Felice in Portugal gekauft mal. Aber nicht die Nacho Cheese, sondern es waren, glaube ich, einfach nur salzige. Und die waren so geil und es sind halt so Hörnchen und da kann man so Guacamole reinmachen und das ist sehr geil. Deswegen mache ich gerade Guacamole und ich habe mir einen Gurkensalat gemacht. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr viel Gurkensalat esse. Leider ist unser Kühlschrank viel zu kalt und meine Gurke ist einfach gefroren. Ich weiß auch nicht so ganz. Ich muss mich auch noch duschen. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, weil meine Eltern gleich kommen und uns abholen. Auto und fahren nach Hause. Hier ist alles richtig schön dekoriert und irgendwie gibt es hier auch so Märchen, die immer an der Wand sind. Das ist irgendwie fancy. Ich zeig's euch mal. Travel born out retreating. I've longed for this place. Wir sind wieder zu Hause. Ich muss jetzt ein bisschen was für die Uni machen. Ich bin schon dabei, aber ich setze mich in die Küche, weil Anton und mein Bruder kochen und dann leiste ich ein bisschen Gesellschaft, aber ich habe noch super viel zu tun und zu planen für den Kurzfilm und für den Dreh, weil wir so bald drehen. Also es ist echt nicht mehr lange.
And I'm getting kind of nervous, not gonna lie. Aber es wird langsam, es kommt alles zusammen, auch wenn es jetzt richtig kurzfristig ist, bin ich optimistisch, dass es klappen wird. Das ist der Eingang unserer Wohnung, hier ist unsere Tür. Als ich angekommen bin, war da auch noch ein Frettchen. Und ich habe erstmal richtig... Ich war so schockiert, als ich das gesehen habe, dass ich einmal angefangen habe zu heulen. Auf jeden Fall hat mein Papa dann die Besitzerin gefragt, ob sie es abhängen kann. Und sie hat es Gott sei Dank gemacht. Jetzt sind die alle abgedeckt. Good morning in the morning. Ich bin aufgewacht und mache meine Frisur fürs Skifahren. Wir hatten eigentlich schon losgemusst. Wir gehen heute bei meinen Eltern frühstücken, sonst haben wir mal hier gefrühstückt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wieso wir jetzt dahin gehen, aber ja. Wir müssen auf jeden Fall die Brötchen holen gehen. Ist aber auch in Ordnung. Ich kann wirklich wieder einschlafen. Ich bin so müde. Das ist meine Pippi Langstrumpf-Frisur zum Skifahren. Ich bin wieder zu Hause. Meine Pläne haben sich ein bisschen geändert. Es ist mittlerweile 10:45 und ich bin zu Hause, weil mir geht es irgendwie nicht so gut. Ich habe irgendwie voll Bauchschmerzen und deswegen bin ich heute zu Hause geblieben. Meine Mama und Anton sind gerade Skifahren. Die kommen aber, glaube ich, auch heute Mittag irgendwann ungefähr zurück. Ich lag jetzt eine Stunde im Bett und nehme jetzt aber auch mal meine Sachen. Ich habe nämlich noch ein bisschen was zu tun. Und ich setze mich ein bisschen in die Küche, weil da scheint die Sonne voll schön rein. Und wir haben so eine schöne Aussicht. Das ist richtig, richtig krass. Das ist unsere Aussicht aus der Küche. Richtig pretty. Und wir haben sogar noch einen Balkon. Da hinten ist gleich ein Supermarkt. Richtig convenient. Und es ist so gutes Wetter. Es ist echt krass. Wir haben mega Glück mit dem Wetter. Eigentlich müsste ich mich mal hier raussetzen und lesen oder so. Es ist zwar überhaupt nicht weiß, wie man sich das so für den Winterurlaub wünscht, aber unser Skigebiet hat so Schneekanonen. Deswegen kann man trotzdem eigentlich ganz gut fahren. Und es ist richtig geiles Wetter einfach, weil es ist nicht so eisig. Und trotzdem hat man Schnee. Und ganz oben auf dem Berg, die Piste hat auch noch so normalen Schnee. Und es hatte auch vor ein paar Tagen geschneit. Also so ein bisschen echten Schnee hatten wir auch noch. Unser Haus da. Typisches Berghaus. Ich habe Anton getroffen und ich dachte, meine Eltern wollten noch da bleiben und mit uns jetzt was spielen und was trinken. Aber wollten sie doch nicht. Sie sind jetzt nach Hause gefahren und dann haben wir uns auch nach Hause fahren lassen und trinken jetzt hier was Nettes und spielen die Siedler von Catan. Anton hat nämlich gestern das Kartenspiel davon gekauft und wir lieben das Brettspiel. Ja, es hört sich echt nerdy an, aber. We just love it. Ja, auf jeden Fall, deswegen habe ich gerade noch einen Spaziergang gemacht und bin direkt wieder nach Hause. Aber trotzdem schön. Sondern einfach Ski. War ein nicer Spaziergang. Lara, Luna, Felice und ich haben eine Snapchat-Gruppe. Und es ist so witzig, weil irgendwann haben Lara und ich angefangen, uns so über 2 Tage unseren Tag zu snappen und einfach uns so mitzunehmen mit so Mini-Vlogs. Und dann haben wir Luna und Felice gesagt, dass wir eine Snapchat-Gruppe machen müssen, weil es einfach so toll ist, sich so zu updaten. Und jetzt haben wir eine Snapchat-Gruppe, wo jeder immer mal wieder sowas reinpostet. Also zumindest einmal am Tag, würde ich so schätzungsweise sagen. Und es ist richtig toll, sich das dann immer anzugucken und up to date zu bleiben, was die anderen so machen. Comes around, comes around. Wieder zurück vom Skifahren. Ich mache mir gerade meinen Gurkensalat. Heute war der Schnee irgendwie nicht so super geil. Wir sind aber hochgefahren und haben dann irgendwann bei der Alm gestoppt und haben ein bisschen Apfelstrudel und einen Kaffee und einen Kakao getrunken. Das war sehr geil, weil da hat die Sonne dann auch irgendwie geschienen. Und dann sind wir noch ein bisschen gefahren. Anton hat 2 uncoole Videos von mir gemacht, wie ich Skifahre. Ja, irgendwann war der Schnee aber super uncool, weil es so warm war und irgendwie wurden nur so die Hälfte der Pisten heute Nacht mit den Schneekanonen beschneit. Und an manchen Pisten war gar kein Schnee und an manchen Pisten war so viel Schnee, der dann so richtig weich geworden ist, weil die Sonne halt rauskam und heute auch überhaupt nicht kalt ist irgendwie. Deswegen sind wir dann gegangen und haben jetzt geduscht und jetzt essen wir was zum Mittag. Heute Abend ist Silvester. Richtig crazy. Das Jahr ist einmal schon wieder vorbei. Wir sind hier leider in so einem Dorf, wo es nicht viel zu tun gibt. Deswegen mal sehen, ob wir überhaupt so wirklich was machen. Mal sehen. Ich denke, wir machen hier einfach Party zu viert. Wir wollten nochmal fragen, ob irgendwas bei der Piste ist, aber meistens sind da eher so ältere Leute. Nicht so die Jugend-Community hier. Und ich denke, wir ruhen uns jetzt noch ein bisschen aus. Ich muss immer noch was für die Uni machen. Und dann gehen wir heute Abend irgendwann zu meinen Eltern.
und essen da was. Es gibt, glaube ich, so frittiertes Gemüse heute. Das esse ich richtig gerne mit so Tzatziki. Und selbstgemachtes Käsespätzle. Ist auch sehr geil. Wir müssen uns ultra beeilen, weil der Supermarkt in 15 Minuten zumacht und wir noch nichts gekauft haben für heute Abend. Und heute Abend ist Silvester. Aber ich wollte euch noch kurz den Sonnentag anzeigen. Es ist so schön. So pretty. Es ist eigentlich noch ein bisschen heller als hier. Es sieht so schön aus. Okay, wir müssen jetzt aber echt los. Sonst wird es heute Abend keine coole Party. Ich laufe jetzt einfach in meinem Pyjama rüber. Happy New Year! Wir haben dieses Jahr einfach kein Feuerwerk bekommen. Deswegen müssen wir jetzt raus, um irgendein Feuerwerk zu sehen. Es war alles ausverkauft. Good morning! Es ist der 1. Januar und wir gehen jetzt Schlitten fahren. Wir haben unsere Skier gestern abgegeben und wollten heute noch einmal Schlitten fahren. Wir haben nämlich auf unserer Skipiste eine Rodelbahn, die so hin und her geht. Das wollte ich unbedingt dieses Jahr auch nochmal machen und deswegen machen wir das jetzt. Und konnten einfach nicht Schlitten fahren, weil die Rodelpiste einfach seit heute geschlossen ist. Wir sind hier seit 7 Tagen und heute wollen wir einmal Schlitten fahren gehen und die Rodelpiste ist geschlossen. Richtig, richtig sad. Wir waren jetzt noch Kaiserschmarrn essen und einen Kaffee trinken und jetzt habe ich mich umgezogen. Meine Eltern kommen gleich, weil wir wollen noch in eine andere Stadt, da war ich tatsächlich noch nie. Meine Eltern glaube ich auch nicht. Die heißt Schwerz. Die sollen eine ganz schöne Altstadt haben, deswegen fahren wir da heute noch als Ausflug hin und morgen geht es schon wieder zurück. Richtig crazy. Irgendwie vergehen die Tage immer so schnell. Ist ein bisschen traurig. Ja. Ja. Heute habe ich mir einmal einen Tag freigenommen, wo ich nichts für die Uni mache. Irgendwie, weil heute, denke ich, sowieso niemand antwortet, weil der erste ist. Auch weil ich einfach nichts machen will. Deswegen, ja. Ich warte jetzt auf meine Eltern und dann fahren wir los nach Schwerz. Warte. Mittlerweile, glaube ich, schon 9:30. Wir waren gerade noch bei meinen Eltern und haben da was zu Abend gegessen. Und morgen fahren wir wieder zurück. Anton fährt mit meinen Eltern nach Berlin und ich fahre morgen zu Lara. Richtig cool, ich freue mich richtig doll. Ich treffe mich nämlich da mit Lara und Felice. Felice holt mich morgen in Göttingen ab. Und dann düsen wir zusammen zu Lara, weil Lara Geburtstag hat. Und wir uns diese Chance natürlich nicht nehmen lassen. Anton und ich spielen jetzt noch ein bisschen Exit Game. Ich hatte nämlich eins zu meinem Geburtstag gekauft und das haben wir nie gespielt. Und das haben wir gestern angefangen. Das dauert irgendwie super lange und Anton hat dann nicht so viel Spaß dran wie ich. Aber das müssen wir jetzt noch zu Ende machen, weil sonst haben wir es umsonst gekauft. Das wäre irgendwie schade. Deswegen haben wir jetzt noch den Tatort angemacht. Den haben wir gerade eben schon bei meiner Mama angefangen zu gucken. Das ist das Ende vom Vlog. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn ich bei Lara bin. Da vlogge ich natürlich auch mit. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bye!